Grüß dich, ich bin ein Meme. Peter Meme. Heute spiele ich mit Peter Neururer. Hi Peter. Hallo, grüß dich, grüßt euch. Guten Golf. Tag ohne Birdie ist im Prinzip wie, vergleiche ich besser nicht. Jede Trainingseinheit von mir ist ja im Prinzip beispiellos, ne? Weil ich Multijob-Vogel bin. Mit dem Porsche, den ich seit 5 Jahren übrigens noch nicht mehr fahre. Das sind für mich die größten Ochsen, die es gibt im Leben. Wenn die da sagen, okay, habe ich ein Pech heute. Ja, da habe ich doch letzte Woche einen Eagle-Putt verzogen. Wie soll ich einen Eagle-Putt haben? Das geht ja gar nicht. Gut Golf aus dem Gelsenkirchener Golfclub. Ich möchte Scratch-Golfer werden, sprich ein Handicap von 0 schaffen. Ich erzähle euch das immer am Anfang. Es ist noch ein weiter Weg, vor allem wenn ich die Kamera dabei habe, dann leidet immer so ein bisschen das Golfspielen drunter. Egal, ich mache das auch ein bisschen für euch. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier in Gelsenkirchen. Den stelle ich euch gleich vor. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt ein Abo dalassen. Heute spiele ich mit Peter Neururer. Hi Peter. Hallo, grüß dich, grüßt euch. Du bist hier Mitglied in Gelsenkirchener Golfclub, Hausleiter, ne? Da bin ich Mitglied, richtig, wie viele andere Schalker eben auch. Das ist unser Heimatplatz. Ansonsten spielen wir natürlich für die Gofus Golf. Oder wir machen golfähnliche Bewegungen. Die Gofus habt ihr schon kennengelernt. Patrick Ovomoela hat das ja schon erklärt. Das sind die golfenden Fußballer. Also Peter muss ich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Du bist eine Fußballlegende in Deutschland. Du arbeitest jetzt noch als TV-Experte, warst jahrelang Fußballtrainer. Bist immer noch Trainer auch, ne, von den Fußballspielern, die keinen Vertrag haben? Ganz genau, bei der VDV. Darüber hinaus bin ich im Sportvorstand beim Wuppertaler SV. Einer der herausragenden Regionalligisten. Ja, weltweit, keine Frage, auf dem Weg nach oben. Und sonst spielt Peter die ganze Zeit Golf. Deswegen spielen wir heute auch hier Golf. Und ja, gut Golf sagt man am Ende. Kein schönes Spiel, Peter, sondern gut Golf. Gut Golf. Peter, das Wichtigste noch. Was ist denn dein Handicap? Das ist für mich nicht das Wichtigste. Da kann ich gut mit leben. Ich habe im Augenblick 17,1, starte hier auf unserer Anlage mit 18,0. Also in jedem Loch ein vor. Also besser geht's gar nicht. Stressfreies Golf angesagt. Der zu weit links? Nee, da passiert gar nichts. Bist du mit dem nicht zufrieden, Peter? Nee, weil ich ein Problem habe. Ich habe den Baum davor. Ich möchte normalerweise rüberspielen, kann ich aber nicht. Weil ich, könnte ich mit dem Pitching Wedge rüberspielen, habe ich keine Länge. Dann bin ich mit dem dritten rauf. Was hast du jetzt für einen Schläger in der Hand? Jetzt habe ich einen Fünfer, will ein Flachspiel. Flach, okay. Richtung der Enten da oder Gänse? Genau. Gut. Ja, flach war er. Ja, mehr geht nicht. Ja, vor allem so, wie du es wolltest. Ist doch gut. Das ist wieder der Klassiker hier, wenn man den Platz nicht kennt. Aber den spiele ich jetzt auch da flach vor. Ich habe ein 7er Eisen in der Hand. Jawohl, super. Und was sagt der Laser? 170 Meter. 170 bis zum noch. Stock, ja. Wow. Das heißt mittig, Mitte. Mitte grün. Mitte grün. Da greifst du jetzt aber an. Ich versuch. Wasser ist noch davor, ne, vorm Grün. Rechts davor ist Wasser. Ja. Gut, dass du mir das vorher sagst, danke. Sehr für mich gesagt, ja? Ich mache, ja. Oh, scheiße. Oh, das wird, der erste Loch wird verhackt. Ich sag nur, die ersten Löcher sind zum Warmmachen. Ja, die ersten drei. Keine Chance, den Ball nach vorne zu spielen. Das ist zum Kotzen. Aber diszipliniert bist du. Ja. Überragend. Bogi gerettet. Super. Oh. Machst du mitfahren oder ohne? Nee, lass drin. Alles gut, danke. Jawohl. Oh. Ganz knapp. Beide 6. Ja, das ist ein kleiner Unterschied, aber ne? Da liegt ein Sport dazwischen. Mein Bogi und dein Bogi. Ja. Ich habe mich dreimal gerettet und du hast Golf gespielt. So, das war das erste Loch, Peter. Weiter geht's. Zu 2. Zufrieden mit dem Bogi auf Loch 1? Ja, das ist eben der Unterschied, ne? Die Art und Weise, Golf zu spielen, die Art und Weise oder das Ergebnis. Der Score ist okay für mich. Mit dem Bogi kann ich leben. Aber wie ich gespielt habe, das war so eine Mischung zwischen Gene Hackman. Und ich weiß nicht, Conny Frobes. Wie oft kommst du zum Golfspielen? In jeder freien Minute eigentlich. Da habe ich nicht mehr so viel von, wie in der Zeit, in der ich dann selbst noch aktiv war als Trainer. Weil ich Multijob-Vogel bin. Aber ich genieße auf jeden Fall jede Minute, losgelöst vom Score. Multijob-Vogel bist du ja aber immer noch, ne? Ja, das ist richtig. Aber du bist quasi noch aktiv, auch im Fußballgeschäft beim Wuppertaler. Wuppertaler SV bin ich Sportvorstand, genau. Und dann trainiere ich ja die VDV, die vertragslosen Fußballprofis. Oder die wieder einen Vertrag als Profi haben möchten. Ja, Markenbotschafter bei Puma, was mich sehr, sehr ehrt. Darüber hinaus bin ich bei Reifen 1 Plus. Darüber hinaus bin ich bei 2 verschiedenen Wettangelegenheiten und bin Beirat bei der großen Firma Stölting, ein Großunternehmen. Sicherheit, Dienstleistung jeglicher Art. In der Bundesliga auch unterwegs, wir machen Stadien, Fußballstadien. Unter anderem eigenartigerweise Dortmund und Schalke.
was eigentlich gar nicht geht in dieser Gegend. Aber das darfst du ja keinem erzählen. Nein. Und von daher bin ich eigentlich ganz täglich rund um die Uhr beschäftigt. Hab allerdings bei allen Dingen, die ich mache, mir die Freiheit rausgenommen zu sagen, zum Golfen und ähnlichen Sachen kann ich mir Zeit nehmen. Ich kann meine Arbeitszeit eigentlich selber einteilen. Als Fußballtrainer werden wir dich dann erstmal nicht mehr sehen. Ja, doch, bei der VDV, Sportschule Wedau. Na, aber bei einem Bundesliga-Verein meine ich. Bundesliga-Verein. Du bist aber immer gleich bei allen im Gespräch. Ja. Mit dem Porsche, den ich seit 5 Jahren übrigens noch nicht mehr fahre, bin ich bei jedem Verein vorstellig geworden. Ich war ja unter anderem auch Präsidentschaftskandidat in den USA. Nach Trump habe ich Verständnis für. Da stand mein Wagen auch vor. In Washington, vor dem Weißen Haus. Nein, also Bundesliga ist eigentlich in der Funktion des Trainers abgeschlossen für mich. Es gäbe nur die Ausnahmen bei 2 Vereinen. Im Falle, dass da Not herrschen würde und sie glauben würden, dass ich helfen könnte, das wäre der 1. FC Köln und bei Schalke 04. Ansonsten gibt es in der Bundesliga für mich. Bochum nicht mehr? Nein. Wir sind sowieso beide Vereine, von denen ich gerade gesprochen habe, wir sind ja gut besetzt. Der VfL Bochum ist auf einem hervorragenden Weg, sich hoffentlich jetzt mal endgültig in der Liga zu etablieren. Und von daher stellt sich die Frage nicht. Was hast du da für ein kleines Entchen eigentlich am Bett? Ist ja auch interessant. Das war eine Ente, ja. Und zwar habe ich die mir erworben, käuflich erworben. Ich weiß nicht für wie viel Euro. Und zwar ging es da um ein Benefit zu dir, Kinderlachen. Da konnte man sich ein Birdie kaufen. Das Birdie wurde dann zum guten Zweck eingesetzt, das Geld, das dadurch eingenommen wurde. Und da ich an dem Tag kein anderes Birdie gespielt habe, habe ich gesagt, dann investiere ich mal 50 Euro für so ein Birdie. Und dann die Ente natürlich, die gekaufte Ente, beibehalten und mit mir führe, ist doch vollkommen klar und selbstverständlich. Okay, aber ein Birdie wollen wir heute schon spielen, Peter. Okay, ich finde das jetzt aus. Ein Tag ohne Birdie ist im Prinzip wie, vergleiche ich besser nicht, 116 Meter bis zum Stock. 116. Da spielst du ein Pitching Wedge? Du, ich nicht. Was spielst du? Ja, guck mal, ein Achter. Normalerweise 1,9. Ja, der ist drauf. Ja, aber ist das Problem, ich spiele nicht hoch genug. Ist natürlich Weltklasse dann rollt quasi. Aber der rollt dann zu weit. Das mit dem Eisen 9 habe ich eher eine Chance auf Hole in One. Hast du schon mal ein Hole in One gespielt? Ja. Das war eine schöne Scheiße, das sage ich dir. Musst du gleich erzählen. Ja, die Geschichte ist gut. Er ist rechts auf dem Grün. Ja. Oh, großer Sport. Sit. Ja. Ja. Ui. Geiler Putt. Das war großer Sport. Das sind für mich die größten Ochsen, die es gibt im Leben. Wenn die da sagen, okay, habe ich ein Pech heute. 40 Meter Putt. Ja, ich bin der Außenkandidat, aber... Aber der war geil. Kann man fallen, das Schwein. Der war super. Ein schönes Paar. Jo. Nee, ui. Und der ist auch noch nicht drin. Jo. Du mit deiner Länge hast die Möglichkeit, dann mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. Und man darf hier nicht quer abkürzen, ne? Du kannst natürlich quer rüber spielen mit deiner Länge, aber du brauchst trotzdem noch einen zweiten Schlag. Ja. Das ist die Frage. Ne? Nee, Disziplin. Risiko wäre zu groß. Disziplin. Ganz rechte Seite, wo ich normalerweise hinspiele, aber nur weil ich da immer in der Ecke pinkeln kann, ist leider Biotop. Ne? Okay. Links Wasser und danach aus, darüber reden wir nicht. Ja, da liegt zwar, aber... Hast du das Loch ein bisschen länger gemacht? Ja, ich muss ja nur so spielen, dass ich mit dem dritten drauf bin. Ne? Oh! Eieieiei. Weißt du eigentlich, was ein Meme ist? Ein Meme? Ja, M-E-M-E. Wenn da ein Zirkonflex oben drauf wäre, hieß es Mem. Das war ungefähr gleich. Jetzt heißt es Meme. Das ist das, was die Leute immer rumschicken von dir. Also ein Foto von dir mit deinem Porsche, wenn eben ein Traineramt frei ist. Dann nennt man das im Internet Meme. Ach so, ja, ich bin kein Fachmann. Internet bin ich zwar. Ich war übrigens der erste Laptop-Trainer der Welt. Ja. Ich habe mal eine Spielerlatein gehabt, die heute mittlerweile jeder gut geführte Regionalligist hat. Aber hat mir mal ein Kollege, damals ein Studienkollege, installiert. Ich konnte eigentlich nur on und off am Computer. Das habe ich dann aber wirklich perfektioniert, indem ich meine Datei abrufen konnte. Und mit Hilfe dieser Datei habe ich weltweit Spieler sichten können und eben auch für die Vereine verpflichten können. Aber ansonsten habe ich bis zum heutigen Tag mit Laptop und ähnlichen Dingen eigentlich weniger zu tun. Trainingspläne und so alle handschriftlich? Ja. Na gut, die Co-Trainer, die legen die dann nieder. Auch in Dateien, okay. Jede Trainingseinheit von mir ist ja im Prinzip beispiellos. Ne? Oder dient ein Beispiel. Entweder kreuz durch, so auf keinen Fall, wie im Lehrbuch bei meinem Schwung, oder eben perfekter geht's nicht. Wie ist es mit Fußballern zu trainieren, die vielleicht auch so ein bisschen Angst davor haben, keinen Job zu finden? Ja, das Training ist natürlich dahingehend ein anderes als im Profibereich, weil das sind Jungs teilweise mit Existenzangst. Das heißt, wenn sie jetzt nicht klarkommen,
Ja, müssen sie. Oftmals haben sie gar keinen eigenen Beruf oder einen gelernten Beruf, sondern nur Fußball gemacht. Dann haben sie ein richtig großes Problem. Von daher sind die immer motiviert. Ne? Zumindest in diesen Trainingseinheiten, die wir gemeinsam machen, habe ich nur ein Problem, mein Ball ist weg. Das ist der. Na, deiner liegt da. Ich habe eher ein Problem, dass ich meinen jetzt suchen muss gleich. An Peter Neuro in Schwarz-Gelb wird es nie geben, aber da haben die Leute Spaß dran. Deswegen, ich meine, du bist ein lebendes Meme, Peter. Ich habe das auch schon, wenn Trainerwechsel war, habe ich das auch schon geschickt bekommen. Ja, ja, aber dein ich bin Meme. Eigentlich das Original. Ne? Du bist das Original. Quasi. Und hast ja schon gesagt, also ein Verein, da wirst du nicht mehr übernehmen. Aber das war schon krass, am 34. Spieltag, das war ein richtiges Trainerbeben ja, in der ja. Bundesliga. Ne? Eigentlich traurig. Da sollten diejenigen sich mal ein paar Gedanken machen, die diese Trainer einstellen. Unter welchen Bedingungen und so weiter und so weiter. Und welche Erwartungshaltung man hat, welche Zielsetzung und warum man einen Trainer am letzten Spieltag beurlaubt. Ja, aber das ist im Fußball eine Entwicklung. Ich finde es traurig, aber habe ich glücklicherweise nichts damit zu tun. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Ich bin der Funktionär, der versucht, alles anders zu machen als die, die ich selber zum größten Teil kennengelernt habe. Was sagst du denn generell zur Entwicklung vom Fußball? So früher, heute? Das Spielerische ist toll, überhaupt keine Frage. Die sportlichen Komponenten sind toll. Aber das Wirtschaftliche ist für mich aus dem Ufer geraten, total aus dem Ufer geraten. Das hat mit Fußball weniger zu tun, eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und ich finde traurig, dass diese Entwicklung nicht langsamer aufhört. Du kannst ja dafür kämpfen, in Wuppertal. Ja, da haben wir andere Sorgen. Hat geklappt. Super, der ist drauf. Sit. Ach, Sebastian, ist schon wieder so unkonzentriert. Der Kollege hat übrigens über dich gesagt, dass er niemanden kennengelernt hat vorher, der so viel Freude versprüht auf dem Golfplatz wie du. Wenn du selber schon kein Golf spielen kannst, dann sollte zumindest deinen Mitspielern gegenüber dir selber natürlich auch Freude bereiten, ist klar. Denn wir machen das hier als Freizeit, absoluter Luxus. Wir dürfen hier Golf spielen und wenn ich da einen schlechten Score habe, kann ich mich bei jedem Schlag oder beim Zählen möglicherweise mal aufregen. Aber meine Laune verliere ich nie, die ist immer gut. Hast du mal Schläger geworfen? Nee, grundsätzlich nicht. Ganz in der frühen Jugendzeit bei irgendeinem Jugendturnier einen Tennisschläger in den Zaun geschmissen und daraufhin 4 Wochen gesperrt worden von unserem damaligen Sportwart. Daraus habe ich gelernt, Disziplin und Demut gehört mit zum Sport. Und sportliches Verhalten. Und da gehört es nicht, dass man Schläger schmeißt. Beim Golf muss man Dietmar Demut, Klammer auf, Klammer zu, FC St. Pauli zeigt. Immer demütig, Dietmar. Ja, aber ja, das war wie angeplant. Da wolltest du ihn hinspielen, ne? Das sind 160 Meter. Es kommt kein Baum ins Spiel. Überragend. Schafft's der? Länge war gut. Nächstes Semester machen wir die Himmelsrichtung. Au! Gut. Nein. Ach Mann, Sibi. Schön. Jo, Pärchen. Dogleg rechts. Genau. Wir sind schon auf der 5. Geht ganz schön fix. Ja. Und gut was los. Aber ein sehr schöner Golfclub. Ja. Das muss man sagen. Was war dein Rekord hier, scoremäßig? Hier eine 75. Muss ich aber ehrlich gestehen, bei dieser 75 waren 5 Bälle, ich schätze mal, mindestens 20 Meter am Aus. Klack, 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 enger Platz. Gegen die Bäume, wieder zurück aufs Fairway und rein. Dankeschön zum Paar. Es gibt so Tage, ne? Da hat man einfach Riesenglück. Das ist Riesenglück. Und am nächsten Tag passiert mir das gleiche wieder, sage ich, habe ich ein Pech gehabt, ja, ja. Die Bälle sind nicht aus dem Wald gekommen. Pech im Golfen gibt es nicht. Gibt es nicht, ne? Da gibt Glück und Können. Ja. Aber Pech gibt es nicht. Ja. Ja, aber scheiße getroffen. Aber da muss durch sein. Rüber. Ja, ach, ich weiß nicht, dass das zu lang ist, das ist ein Bunker. Peter, du hast ja unheimlich viel erlebt in deiner Karriere. Kommst du auf die Zahl deiner Bundesligaspiele als Trainer? Ich habe insgesamt 619 Pflichtspiele gemacht. Also Bundesliga, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, Pokal. Europapokal waren es leider nur 2. Damals gab es noch einen UI-Cup. Im 1. FC Köln, da waren es 4 bzw. 6. Im Halbfinale sind wir dann ausgeschieden gegen Montpellier. Insgesamt, wie gesagt, 619 Spiele. Da erlebt man schon eine ganze Menge mit Sicherheit. Viele tolle Typen kennengelernt, mit vielen, vielen Spielern. Auch teilweise mit Spielern, die nicht unbedingt Stammspieler waren, heute noch Kontakt. Und das ist so für mich immer der Parameter. Ob deine Arbeit erfolgreich war oder nicht, müssen andere beurteilen. Aber ob sie gut oder schlecht war, ne, im zwischenmenschlichen Bereich. Und wenn ich da sehe, wie viele Kontakte ich heute noch zu den ehemaligen Spielern, einigen ehemaligen Spielern habe, ist es schon außergewöhnlich, finde ich toll. Was war denn dein größtes Highlight sportlich als Trainer?
Da die so viele. Nicht unbedingt für jeden als Highlight zu empfinden, aber wenn du aufsteigst mit Mannschaften, mit denen man eigentlich gar nicht aufsteigen kann, das ist großartig. Klassenhalt mit Schalke 04, großartig gefeiert wie eine Meisterschaft. Das Erreichen des UEFA-Pokals nach einem Aufstieg mit dem VfL Bochum. UEFA-Pokalplatz erreicht vor Dortmund und vor Schalke. War großartig. Klassenerhalt mal mit Hannover 96. Großartig. Also das sind so Dinge dabei, die natürlich für einen Trainer, der immer im Spitzenbereich unterwegs war, sprich bei Bayern München, bei Barca, bei irgendeinem anderen Spitzenclub, natürlich keine Highlights sind, sondern höchstens Gründe, entlassen zu werden. Aber da ich immer Vereine hatte, die gegen den Abstieg gespielt haben oder vielleicht um den Aufstieg gespielt haben, war es doch eine durchaus erfolgreiche Zeit. Ich habe auf jeden Fall von den 619 Spielen viel, viel mehr Siege als Niederlage. Und das ist das Einzige, was zählt. Vor allem bist du jetzt ein Meme, Peter, im Internet. Das ist doch das Größte. Ein Meme, ja, habe ich heute gelernt. Das ist das Größte. Ich bin ein Meme. Peter Meme. Jawohl. So, jetzt versuche ich dann mit dem dritten drauf, dann habe ich den Score noch erreicht. Halt, stopp! Das ist ein Problem, wenn man locker schwingt, ne? Hat man einen Ring drauf, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Man sollte nur locker schwingen, das ist das Geheimnis. Geh, geh, geh! Oh. Eine 6. Das glaube ich nicht, ne? Eieieiei! Boah! Ja? Nee, nee. Geht der Richtung Wasser? Das Einzige, was ich sein kann, dass ich nur aus dem Wasser spielen kann, dass er im Wasserhindernis liegt. Aha. Ich ziehe die Bäume auch alle an. Oh, kriegt der einen Baum, der wäre genau am Stock. Das sind Platzkenntnisse, Peter. Das sind Platzkenntnisse. Aber das ist ein Diplom-Blindheit, wenn man den Platz so kennt, dass man den Ball dahin prügelt. Jetzt kommt wieder Zauberei am Schlangenfluss, erster Teil. Ja, nee, super. Mehr geht nicht. Das ist doch okay, ist draußen. Ja. Am Grün. Im zweiten am Grün. Ein paar drei. Ich bin noch nicht am Grün. Ja, aber du hast Golfschläge gemacht. Oh. Oh, der reicht nicht. Nee, nee, nee. Aber ja, klappt. Super. Sehr schön. Bogi. Bogi. Auch Bogi. Bogi. Ja. Für meine Verhältnisse ist der gut bis möglicherweise sehr gut, wenn da genug gerollt ist, dass ich von da oben direkt aufs Grün komme. Ja. Gleiche Länge und 10 Meter weiter links wäre für mich gut. Das ist alles schon wieder im Baum. Ja. Das ist unfassbar. So, Zauberer Peter Neururer. Rettet sich wieder. Rettet sich wieder. Chippt sie nur nach vorne. Jawohl. So. Gut. Den nächsten aufs Grün. Also ich ziehe meinen Hut vor dir. Diese Disziplin, das ist toll. Ich habe ja jahrelang erlernt. Ne? Ich habe ja auch nur, wenn die Kamera läuft, weil du dabei bist. Ich komme ja aus München und ich habe ganz früher das R gerollt. Ja. Da wäre der Nachname wär für mich Gift gewesen. Peter Neururer. Neururer. Kannst du es rollen? Ja, Neururer. Neururer. Ja. Oh, weia. Da hätte ich mir mal die Zunge gebrochen. Den Namen kannst du normalerweise nur auf der Geige spielen. Ja. Das sieht aus, als wenn ich Golf könnte. Ja, der hat meinen, glaube ich, leicht touchiert. Aber der ist doch super. Das ist großer Sport. Das sieht aus, als wenn ich Golf könnte, ne? Das sieht nicht nur so aus, du kannst es. Ja, und dann geht es los. Du gehst heute Abend zu deiner Frau nach Hause und sagst, Schatz, ich kann's. Ja, ja, sag ich, das war mal so. Es war neulich von Dortmund so ein Benefizturnier, war, ne? Von Puma, ganz genau. Und da hast du mitgespielt? Da habe ich mitgespielt, natürlich 8 unter. Sensationelles Ergebnis, war ein Scramble, muss ich dazu sagen. Ja, und in einer Situation, ich lag mal wieder am nächsten am Loch, wie oftmals, habe meinen Ball markiert und dann nahm ich natürlich hier das S04-Zeichen. Daraufhin waren sämtliche Flightpartner aus Dortmund kommt am Ende. Das Thema war erledigt. Winning ugly, das ist psychologische Kriegsführung. Just only. Winning ugly. Ah, du sagst es noch. Du sagst es auch noch. Ich muss noch mehr. Ja, links von meiner Marke entfernt. Ja. Der kostet bei uns 5 Euro, ne? Zu kurze Putt? Nein, Birdie Putt zu kurz. Ach, Birdie Putt zu kurz, okay. Birdie Putt zu kurz, aber ich habe ja nie einen, von daher, ich muss nicht zahlen. Dafür letzte Woche habe ich einen Eagle Putt verzogen. Wie soll ich einen Eagle Putt haben? Das geht ja gar nicht. Dafür schauen wir uns jetzt mal deine Putt-Technik an. Ja. So, Bernhard Langer lässt grüßen. Die kann man, ja, nur andersrum, ne? Nur andersrum. Was mit der linken Rückhand. Ja. Die rechte Hand ruht, weil die rechte Hand kann gar nichts. Und das heißt, die bricht nicht. Ja, du hast es zu hoch angesetzt, den Putt links. Ja gut, aber mit dem Bogi kann ich leben. Ja. Und Bärse. Ich kriege meine Pärchenfaust. Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Der ist hoch und relativ gerade. Zack.
Oh ja, oh ja. Nicht, dass er zu lang ist. Ja, der ist wieder ein bisschen links. Peter, hast du schon mal ein Hole-in-One gespielt? Ja, selbstverständlich. Wo? Nicht leichter als das. Es war in Marbella. Marbella bei einem Turnier, 120 Teilnehmer. Hole-in-One, überragend. Der Ball war die einmal höher als Knie. Also mehr oder weniger aufs Grün getoppt. Und ich habe vorher durch Zufall bei American Express eine Hole-in-One-Versicherung abgeschlossen. Ja, Hole-in-One-Versicherung in Verbindung mit der damaligen Karte, die man hatte. So, wunderbar. Und ich natürlich spendabel, wie ich halt bin. Die 120 nachher eingeladen, erst trinken und irgendwann auf kam... Auf alles eingeladen? Ja, klar, bin da richtig. Dann kam der Camerero dann an, sagt, hey, 9 Euro, Sie liegen bei 6.700 und wie auch immer. Sag ich, du, da machst du noch eine Rutsche, mach 7.000 voll. Alles klar, 7.000 voll gemacht. Und ich habe bezahlt, eine Karte, American Express, gehört sich natürlich so. Wunderbar, und reiche die Rechnung ein, weil ich eine Hole-in-One-Versicherung habe. Darauf kriegte ich 2 Wochen später einen unheimlich netten Brief. Herzlichen Glückwunsch, Herr Neuer, zu dem wahrscheinlich einmaligen Erlebnis, was Sie da hatten. Aber wir zahlen erst ab 165 Meter und Ihr Paar 3 waren 137 Meter. Ist nicht dein Ernst. Das war so teuer, dann habe ich seitdem keinen Hole-in-One mehr gekriegt. Oder halt nur noch ab 165 Meter. Ja, so weit komme ich ja nicht. Oh je. End oder weder. Geht, genau so geht's. Ja, der ist doch super. Besser geht er nicht. Nee. Ja, ich kann golfen. Gut. Ja. Boah, das darf nicht sein. Ja. 6 und 6? Jo. Da hinten sieht man normalerweise... In die Richtung. Die Arena. Ist zu sehr bewaldet. Aber ein Blick auf die Arena, freier Blick auf das Arena-Dach. Also Richtung ehemaliges Weltzentrum des Fußballs. Vielleicht ab nächstem Jahr wieder. Na, Welt noch nicht, aber auf jeden Fall sind wir im deutschen Zentrum wieder voll vorhanden. Ein schönes Par 3, 136 Meter bis zum Stock. Du warst hier mal Marshall? Richtig, richtig, richtig. Ranger, mit Ausweis, mit allem, ganz wichtiger Mann. Aber da ihr keine Sanktionsmöglichkeiten habt, durchziehen dürfen, habe ich gesagt, mache ich doch nicht. Was hättest du gern gemacht? Die Leute vom Platz? Ja, zum Beispiel, wer sich fehlverhält. Wer aus Dortmund kommt? Nein, das wäre sehr tolerant hier. Wir haben den einen oder anderen, ich glaube, wir haben sogar einen Dortmund-Mitglied hier im Verein. Ne, wir tolerieren viele, viele Menschen, selbst die Dortmunder. Wenn man Funktion hat in irgendwelcher Form und will die Funktion noch richtig durchziehen, dann muss man auch Regeln haben, an die die andere sich halten muss. Und wenn dagegen verstoßen wird, muss ich die Möglichkeit der Sanktion haben. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich irgendwie den Finger hochheben und sagen, du, das darfst du nicht. Dann habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, dann mache ich es auch nicht. Das ist ein Treffer. Oh, haben wir über Hole in One gesprochen? Ui. Der war geil. Jawohl. Birdie Time. Birdie Faust. Und eine 4. Das ist scheiße, das ärgert mich. Ja, der zweite war gut. Weil er einfach dämlich ist. Das war's schon mit Teil 1 hier aus Gelsenkirchen, vom Gelsenkirchener Golfclub mit Peter Neururer. Peter, bist du zufrieden mit deinem Score bis hierhin? Mit dem Score muss ich zufrieden sein. Ich liege bei 19 Nettopunkten, also ein unter Handicap, ein besser als Handicap, das ist ganz okay. Aber die tricky Löcher kommen jetzt natürlich noch. Das war eine Warmachphase, die wir gemacht haben. Oh weia, ich fand die ersten Löcher schon ganz schön tricky. Aber gut, ich gebe jetzt auf den zweiten neuen Loch nochmal alles. Die Folge gibt es dann nächste Woche für euch hier auf Gut Golf. Ihr könnt kommentieren, Abo dalassen. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Die letzten Worte hat immer der Peter. Gut Golf, muss ich jetzt sagen. Gut Golf. Ja, ab und zu ist mein Golfspiel auch so ähnlich. Zwischen Hammerwerfer und Muscheltauchen. Man weiß nicht genau, wo ich da lande. Teufelsteil hier genannt, dieses Loch. Der ganze Flight applaudiert. Aber den davor hätte er sehen müssen. Nach dem Bösesein ganz schnell wieder normale Laune. Jens Lehmann ist bei mir die Nummer 1 geworden.